Hallihallo, hier ist Anja Feuerblume, die Wildkräuterfee und Klein Anuks natürlich auch dabei, hier vorne in meinem Säckchen. Ich möchte heute für euch oder am besten gleich mit euch ein Powergetränk gegen Frühjahrsmüdigkeit herstellen. Dieses Getränk schenkt uns nicht nur Kraft, sondern macht uns auch noch fit und freudig. Und dafür bin ich jetzt hier mit euch zusammen im Wald, denn hier finden wir die ersten zauberhaften Zutaten. Okay, dann lasst uns mal nachschauen. Los geht's! Und jetzt laufen wir schön zusammen durch den schönen, sonnigen, zauberhaften Wald und finden auch schon die erste zauberhafte Zutat für unser Powergetränk gegen Frühjahrsmüdigkeit. Na? Ja, richtig. Der Löwenzahn. Und davon nehmen wir uns jetzt schön was mit. Natürlich bedanken wir uns noch bei der Pflanze und nehmen immer nur ein paar Blätter. Und von diesem leckeren Löwenzahn sammeln wir nun eine Handvoll. Da ist sie. Und jetzt schauen wir gleich weiter nach der zweiten zauberhaften Zutat des Waldes. Ich habe sie auch schon erspäht. Da lang. Und. Hier ist sie. Ja, Brennnessel. Ich finde, Brennnessel und Löwenzahn sind so die effektivsten Frühlingskräuter, weil sie reinigen den Körper und das Blut und schenken uns viele neue Energien und machen uns ganz frisch und lebendig. Und auch von dieser tollen jungen Brennnessel sammeln wir ungefähr eine Handvoll. Juhu! So, und das sind die zwei zauberhaften Zutaten des Waldes. Eine Handvoll Löwenzahn und eine Handvoll Brennnesseln. Und die nehmen wir jetzt. Hallo, da bin ich wieder. Und gehen jetzt zusammen in meine Zauberküche, wo wir das leckere Powergetränk gegen Frühjahrsmüdigkeit zusammen herstellen werden. Juhu, bis gleich. Juhu, willkommen in meiner Zauberküche. Hier wollen wir jetzt das leckere Powergetränk gegen Frühjahrsmüdigkeit zusammen herstellen. Ich zeige euch gleich nochmal die leckeren Zutaten, die daran kommen. Eine Handvoll Löwenzahnblätter. Eine Handvoll junge Brennnessel. Dann nehme ich einen leckeren Apfel, wobei ihr natürlich auch andere Früchte nehmen könnt. Am besten schöne süße, dann schmeckt man das Bittere von dem Löwenzahn nicht so. Und ich nehme dazu noch 3 entsteinte Datteln getrocknet und eine getrocknete Bergfeige. Und dazu kommt dann noch 1 Esslöffel Chiasamen. Natürlich kann man dieses Powergetränk auch noch variieren und andere Früchte dafür nehmen. Ich finde, am besten ist es, wenn sie schön süß sind, weil dann verliert sich das Bittere aus den Löwenzahnblättern. Wenn ihr keinen Apfel nehmen wollt, könnt ihr natürlich auch gern Banane oder andere süße Früchte nehmen und die mit zum Beispiel mit Trockenfrüchten kombinieren. Ich mag die Kombination mit Datteln und den getrockneten Feigen. Jetzt im Frühling gibt es jetzt natürlich nicht so viele tolle Früchte, finde ich. Drum variiere ich immer mit Apfel oder Banane. Heute nehme ich jedenfalls Apfel. So, und jetzt nehmen wir diese leckeren Zutaten und füllen sie in den Mixer hinein. Das Ganze gießen wir dann mit schönem, leckerem Wasser auf. Ich nehme immer schönes, frisches Wasser von der Quelle direkt. Und es werden ungefähr 2 Gläser, also 500 Milliliter. Und das Ganze wird dann schön gemixt. Ich benutze den Vitamix. Und los geht's! Fertig ist das leckere Powergetränk gegen Frühjahrsmüdigkeit. Und das lasse ich mir jetzt mal schmecken. Salut! Da merkt man richtig, wie die frischen Energien in einen reinströmen. Lasst es euch schmecken! Juhu!
Juhu, da habe ich mich doch gleich wieder in den Wald gebeamt. Und nachdem ich mir dieses super leckere Powergetränk gegen Frühjahrsmüdigkeit habe schmecken lassen, fühle ich mich jetzt voller Kraft und fit und lebendig und voller Freude und werde jetzt hier noch schön diesen tollen Wald genießen und wahrscheinlich wie ein junges Rehlein noch ein wenig herumspringen. Schaut, Anouk freut sich auch, brummt schon wie ein kleiner Bär. Okay, ihr Lieben, ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr mich mal auf meiner Webseite besuchen kommt. Und zwar hier. Pling! Oder besucht mich doch auch mal auf Facebook oder YouTube. Alles Liebe und bis jetzt, sagt Anja Feuerblume, die Wildkräuterfee.